Hallo und herzlich willkommen bei IDEA TV. Das Gemeinde- und Missionswerk Arche hat sich am vergangenen Wochenende zu ihrer Eckstein-Konferenz in Hamburg getroffen. Für den leitenden Pastor Christian Wegert eine ermutigende Veranstaltung. Dazu wollen wir alle Teilnehmer ermutigen, dass wir uns versammeln um das Wort Jesu herum und dass wir aber nicht nur Theologie für den Kopf hören, sondern vor allen Dingen auch Dinge, die unser Herz bewegen und unser Leben verändert. Dazu dient die Eckstein-Konferenz, zu der wir auch regelmäßig internationale Redner einladen und auch hören, was Gott in anderen Ländern dieser Welt tut. Die diesjährige Konferenz war überschrieben mit dem Motto »Eins mit ihm – die Bedeutung dieser Wahrheit«. Ich bin ein Mensch in Jesus Christus. Dieser Begriff und ähnliche Ausdrücke kommen mehr als 200 Mal im Neuen Testament vor. In der Kirchengeschichte wurde es stets betont, wir sind als Kinder Gottes durch den Heiligen Geist und den Glauben mit Christus vereint. Das hat immense Auswirkungen auf unsere Nachfolge. Das heißt, wir haben durch Jesus Christus einen Repräsentanten, der für uns alles an Segnungen erworben hat und wir daran teilhaben können. Die Eckstein-Konferenz findet jährlich statt und bietet Christen aus Deutschland und Europa Gelegenheit zum persönlichen Austausch. Zum Gefangenen des Monats Oktober 2023 haben die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte und IDEA den evangelischen Christen Anushirvan Avedian aus dem Iran benannt. Sie rufen dazu auf, sich für den inhaftierten Pastor einzusetzen und für ihn zu beten. Er wurde wegen des Feierns eines Hausgottesdienstes festgenommen. Wegen Propaganda gegen das System sowie Gefährdung der inneren Sicherheit wurde er im vergangenen Jahr zu 10 Jahren Haft verurteilt. IGFM und IDEA fordern die sofortige Freilassung des Gefangenen. Soweit die IDEA TV Nachrichten. IDEA wünscht Ihnen Gottes Segen. Tschüss und bis bald.